hier ist Ronja, auch wenn du nicht erkennbar bist, weil ich gerade ein weißer Blob bin, ohne Haare. Wie meinst du denn das? Ich weiß es nicht. Und wir spielen heute eine neue Version von Fashion Famous, das heißt Runway Rush. Und wir gehen heute campen. Runway Rush! Ich kann das nicht aussprechen, es geht nicht. Ich auch nicht. Wir gehen heute campen. Zungenbrecher. Was sagst du dazu? Camping ist cool. Camping ist cool. Uff. Ja. Wie findest du mein Outfit, Ronja? Hast du schon Outfit? Ja, wo bist du? Ich sehe deine Hose. Sehr schick. Ja, ich sehe, zum Camping ist so eigentlich ganz gut. Ja, yeah, die ist auch so ein bisschen in Tarnfarben. Richtig. Das ist gar nicht schlecht. Was ist denn gute Kleidung zum Campen? Also abgesehen von Tarnfarben, damit ich die Insekten nicht finden. Das war halt immer, was mich am Campen gestört hat. So, ich habe nichts gegen die Natur und das Draußensein, ist ja alles schön und gut, aber die Insekten. Bist du so anfällig für Mücken oder ja, bist du total, nicht anfällig? Doch, die lieben mich. Das ist schrecklich. Okay. Die, also, süßes Blut oder sowas, die stehen total auf mich. Ist exactly the same bei mir. Okay. Absolut. Das ist furchtbar. Ich finde kein gutes Camping-Outfit. Ich verzweifle hier. Da habe ich dir wohl das beste Outfit genommen. Ja, wenn ich jetzt verliere, dann ist es halt auch nicht meine Schuld. Ich darf es ja nicht nachmachen. Ja, von mir aus mach mich halt nach. Weißt du, wenn dir nichts Eigenes einfällt, Ronja, dann mach ich es nicht nach. Ich gehe jetzt erstmal richtig fies. Damit ich im Camp überleben kann. So, und damit ich nicht mehr aussehe wie so ein... Also hier sind Haare, da hat jemand ein Spiegelei auf dem Kopf. Ich glaube, das passt ganz gut zum Thema Camping. Die nehme ich mal. Ja, warum? Ja. Oh, warte, ich wollte meine Hautfarbe noch ändern. Sonst bin ich... Ich bin zwar weiß, aber nicht so weiß. Ich gehe mal für die Farbe hier. Oh mein Gott, ich sehe so gut aus. Tust du das? Oder lügst du einfach? Nein, nicht mich angucken. Ich sehe dich gar nicht. Ich suche meine Haare. Ich bin bei dir in der Nähe. Geh die Haare holen, Ronja. Lass mich in Ruhe. Wo sind meine Haare? Ich finde keine Haare. Salon, hier, da sind Haare. Okay, Haare. Was sind denn gute Campinghaare? Wenn ich campen würde, was hätte ich dann für Haare? Wahrscheinlich die gleichen, die ich jetzt habe. Wahrscheinlich sehr verstrubbelte. Warst du schon campen? Ich überhaupt? War einmal und da war, fand ich es furchtbar. Da war mein Opa dabei, der hatte so einen Wohnwagen. Das war eigentlich okay, dadurch, dass wir den Wohnwagen hatten. Aber, ist gehasst. Mit dem Wohnwagen ist es halt echt total gechillt eigentlich. Ja, man hatte auch noch ein Klo und alles ein eigenes und man musste halt nicht immer in diese Dingskabinen. Dadurch ist ja schon mal großer Vorteil entstanden. Ich habe jetzt übrigens so ein Regeweih. Ich finde, das passt sehr gut. Aber was hast du dabei? So ein Regeweih habe ich auf. Ah, ein Regeweih. Ja. Das ist cool. Ich habe ein Reh auf dem Rücken. Oh. Also ein ganzes. Okay. Ich mache jetzt ein Schmetterling. Das Gesicht ist schon weg. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Es gibt Gesichter, die kosten ja einfach 1,2 Millionen. Also. So reich bin ich leider nicht. Jetzt hole ich mir noch Accessoires in 6 Sekunden. Das werde ich niemals schaffen. Ich will einfach nur den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Eine Sekunde. Nein, gib mir den Ball. Vorbei. Hast du ihn? Nein. Ach, Ronja. Egal. Du holst doch nur den Ball. Nur den Ball. Alright, es geht los. Okidoki. Wer ist das denn? Das bist nicht du. No. Das, ich weiß nicht, irgendwie portet die sich bei mir. Die hat ein Eis, aber die sieht nicht sehr nach Camping aus, deswegen gebe ich ihr mal 3 Sterne. Man muss ja auch noch Raum nach oben lassen. Ich habe ihr sogar nur 2 gegeben, weil es echt nicht nach Camping aussieht. Ja, ne? Vor allem das Wort ist in so vielen Sprachen verständlich. Das stimmt. Guck mal, sie hat eine Camo-Hose. Das stimmt. Dafür gibt es schon mal 4 Sterne. Aber, was mir fehlt, ist irgendwie, keiner hat so einen Rucksack auf. Gibt es überhaupt Rucksack in dem Spiel? Ich meine, ich habe auch keinen, so ist nicht. Aber, oh, bist du das? Nee. Nee, aber die Lampe ist gut. Die hat doch ein gutes Gesicht. Ich gebe dir 5 Sterne, die ist süß. Die sieht total happy aus. Ja, die hat doch so Spaß am Campen. Ja, die mag campen. Total. Nicht so wie wir. Wann warst du denn mal campen? Hä, die hat das gleiche. Ich war letztes Jahr tatsächlich campen, 2 Wochen sogar. Ja, yeah, mit dem Wohnwagen und so, war mega nice. Oh, cool. War in Portugal. Und da habe ich einen Tag gehabt, da hatte ich 3 Autounfälle. Oh Gott. Was hast du denn gemacht? Erst habe ich das Auto in den Sand gefahren, sodass es nicht mehr rauskam. Dann mussten wir das freischaufeln so. Danach habe ich das Auto in den Busch gefahren. Sie schreibt, hey, easy, hi. Die hat einfach dein Outfit geklaut. Und als letztes habe ich das Auto einen Berg runtergefahren und dann hat es da rumgesteckt. Also, ja, war erfolgreich. Ich merk's. Okay, die sieht leider nicht so nach Camping aus. Der kann ich nur 2 Sterne geben.
Und vor allem, finde ich auch, und vor allem, wenn du in Portugal im Auto stehen bleibst, oh Gott, so ja, der Abstellbienst, ja der braucht einen Tag. Ja. Oh. Gott. Bist du das, Ronja? Das bin ich, ja. Hey, voll süß. Ja, das, also das Regenwein rettet es ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich dachte, du magst kein Campen und du siehst voll happy aus. Jetzt pass mal auf, wie ein richtiger Camper aussieht. Okay, okay, okay. Jetzt komme ich nämlich auf die Bühne. Ich bin sehr gespannt. Ich zeig dir das mal. Oh, oho. Oho. Oh, hab ich keinen Bock. Alles ist schlecht. Ich hasse Campen. Tschüss, Melona. Das Tschüss am Ende. Hey, nicht schlecht. Das ist nicht das easy. Das ist nicht easy. Warte. Nee, das ist Ronja. Oh, Sport ist einfach. Weißt du, wie viele Adidas-Sachen es gibt? Ey, stimmt. Ungefähr 20.000. Ja. So, Outfit zusammengestellt in 3 Sekunden, sage ich dir. Zieh mir jetzt noch so eine Nike-Jacke über. Bam. Und dann gucke ich, ob ich noch mehr Sportmarken finde. Ich nehme eigentlich immer den gleichen Körper, aber ich denke mir, bei Sport, beim Thema Sport, kann man eigentlich auch einen anderen nehmen. Das ist wahr, da kann man einen nehmen mit so richtig durchtrainierten Armen. Yeah! Habe ich mir gerade eingesucht. Nice. Oh, so, zack, noch jetzt noch richtig schön gebräunt, so bam. Bam. Yeah. Voll gut. Oh, warte, das Oberteil finde ich besser, da bin ich mehr im Adidas-Thema drin. Da habe ich die Hose und die Jacke. Auf der Jacke steht Yeah. Dadurch bin ich nochmal deutlich cooler geworden. Ich brauche erst McLuhan. Sportlich aus. Das ist cool. Oh, ah. Ey, du siehst echt gut aus. Ich habe aber auf meinem Pulli. Oh Gott! Gott! Hi, was geht ab, Schneck? Oh no. Oh nein. Deswegen verliere ich immer. Easy raubt mir meine Zeit, weil die mich ablenkt. Das ey, aber das ist so echt ein guter Look, den ich habe, oder nicht? Das ist eine Sauerei. Also, was ist denn das? Siehst aus wie so. Ich will nicht dieses Headset, aber ich will ein Headset, weil Sportler haben immer so ein Headset noch auf. Hier, das ist rot, das passt zu meinem Outfit. Wow, das. Wow. Okay, was ist denn ein sportliches Outfit? Hier, die sieht süß aus. Die sieht aus wie jemand, der Yoga macht. Ich sehe jetzt zwar nicht aus wie jemand, der Yoga macht, aber man kann nicht alles haben. Mein Körper schon. So. Oh Gott, nein, jetzt hätte ich eine Essstörung. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen wenigstens ein bisschen Gewicht auf meinen Körper. Die Yoga-Tuse ist zu dünn. Pro-Tipp, falls du die jemals nehmen wolltest, sieht gruselig aus. Hä, wo hast du die denn her? Aus dem hinten bei den. Hä, hab ich noch nie gesehen. Musst du mir mal zeigen irgendwann. Ja, ja, mach ich. Warte. Ich will jetzt erstmal jemanden, der hier ganz entspannt rennt, joggt. Ja. Mhm, mhm. Habe ich. Eine Minute noch. Oh Gott, ich brauche noch Haare. Sonst, nee. Wirkt es nicht sehr rund, mein Outfit. Wo sind meine Haare? Ich bin gerade auch haarlos. Hier, das sind weißt du, was richtig gut passen könnte? Kopfhörer. Ich habe schon welche. Ah, du hast schon welche? Ja. Ah, nee, ich finde nur richtig hässliche, aber ich nehme sie jetzt einfach. Eine Minute, eine halbe. Kann ich alles haben. Oh, oh warte, Gott. Ich hole mir noch einen Ball. Diesmal klappt es mit dem Ball. Hier, die Neifen. Ja, mach das. Ball. So. Bam. Oder, ja, das sieht okay aus. Ich sehe sportlich aus, würde ich behaupten. Ich weiß nicht wie, aber wie ich im Gegensatz zu den anderen so abschneide. Ich meine, ich bin nicht so durchtrainiert wie Easy, aber man kann nicht alles haben, ne? No. Hä, aber die Mädels sehen hier auch alle richtig gut aus mit den Fußbällen und so. Ja, ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich als Junge gemacht hat. Oder die Einzige. Okay. Ah, cool. Und? Welcome to Hollywood. Oh Gott, guck mal, die sieht panisch aus. Sie hat einen sehr guten Gesichtsausdruck. Ihr Gesicht ist kriegt geil. 4 Sterne. Ne, 5, komm, die kriegt 5. Das Gesicht ist sehr gut. Das ist mega. Ich habe mein Gesicht vergessen. Ich auch. Nein, du auch. Ja. Sie hat einen Tennisschläger, das ist auch gut. Ja, aber sie wirkt nicht so sportlich wie. Oh Gott, was ist mit ihrem Mund passiert? Sie macht diesen Fischmund, weißt du, wenn du dir so den Lippen noch vorne machst und deine Wangen reinsaugst? So sah die aus. Die. Nee, die ist mir ein bisschen zu langweilig. Da fehlt was. Da fehlt das sowas stimmt, wie das stimmt. Sie hat Kopfhörer oder irgendwie ein Gesicht. Irgendein Accessoire, ne? Ja. Das machen voll viele Leute mit. 9 Stück? 9 Stück Menschen machen mit. 9 Stück Menschen machen mit.
Richtig. Guck mal, die hat auch den komischen Mund. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben die sich alle gegenseitig nachgemacht. So. Oh, jetzt habe ich vergessen, meine zu werten. Nein. Die hat auch den Mund. Die hat auch den Mund. Was ist denn los mit euch? Howli. Ich hätte gewonnen, hätte ich den Mund gemacht, sage ich. Warte mal, du warst doch noch gar nicht, oder? Ja, aber ich predikte schon mal das Outcome. Okay. Oh, sie hat blaue Haare. Das war was anderes. Das ist hübsch. Sie hat mal nicht den Mund. Was hat sie im Gesicht? Ein Ausrufezeichen, oder? Was ist das? Das ist ein Ausrufezeichen. Es gibt 4 Sterne fürs Ausrufezeichen. Das verstehe ich aber nicht. Ja, nicht. Aber Kreativitätspunkte. Das? Bist du das? Nee. Sie hat auch ihr Gesicht sogar. Der aber voll aus wie du. Sieht süß aus. Finde ich auch. Der kriegt auch 4. Ja, ich habe oft die Haare, habe ich das Gefühl, diese Regenbogen. Ja. Wie sind die letzten? Oh, das bin ich jetzt. Das bist du! Hey, das ist gut. Stimmt, du hast richtig coole Kopfhörer. Ja, gell? Die passen sogar zum Outfit farblich. Es ist alles koordiniert. Es passt sogar mit dem weißen Ball. Okay, dann kommt jetzt der Letzte auf die Bühne. Oh yeah, was geht? Hallo Party People, let's go! Ich meine, ist mal was anderes, ne? Das sieht man auch nicht alles. Irgendwie, deine Füße sind sehr klein und der Rest von deinem Körper ist sehr groß. Voll weird. Hey, cool! Aber zweite. Und dritte. Aber die erste hat's verdient. Die hat so ein gutes Gesicht dazu genommen. Mega lustig, oder? Mega gut. Finde ich auch. Okay, das war's dann auch für diese Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hoch. Da, wir haben das bei Easy auch schon mal gespielt. Genauso wie Fashion Famous haben wir auch schon ein paar Folgen gespielt. Also, wenn ihr das noch gucken möchtet, dann verlinke ich euch das hier oben beim i. Ansonsten abonniert den Kanal und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!